Hallo zur nächsten Map-Vorstellung. Ja, heute haben wir hier wieder ein, ja, soll ich sagen, ein total schönes Kärtchen oder Mäppchen eher. So sieht die aus von oben. Wirklich was ganz, ganz Feines hier. Kleine Felder setzt ihr schon. Und wenn ihr einen Hof benötigt, ja, wo ihr alles effektiv schon habt, also Schweine, Kühe, Schafe, Hühner, Pferde, dann seid ihr genau richtig hier. Eine kleine Karte für Singleplayer oder zu zweit oder so. Auch für kleine Maschinen bestens geeignet, würde ich sagen, und sehr im Grün gehalten. Das ist hier das die Les Grandes Chaumes in der Version 1.0. Etwas weniger wie 400 MB Größe und ich muss sagen, sie ist echt schön geworden. Wie gesagt, nicht groß. So sieht sie momentan aus. Wie gesagt, Version 1.0. Ein paar Felder hat es. Wir sind, glaube ich, bei 32 Felder hier. Und ja, es sind drei zusätzliche Fruchtsorten, Millet, Sorghum und Saikle, vorhanden. Die könnt ihr dann sozusagen auch noch hier anbauen. So. Zur Map gibt es nicht arg viel zum Sagen. Steht nicht viel drin. Weder Seasons noch irgendwas. Ich weiß es nicht, ob sie tauglich ist. Ich habe sie jetzt mal ohne Seasons. Und ja, wir fangen hier einfach mal am Hof an, hier drüben. Da haben wir jetzt beispielsweise den Pferdestall, das Farmhaus. Hier haben wir einen Kuhstall mit sehr viel Kühen drin. Auch Pferde Maximum, wenn ich das noch richtig weiß, mit 16 Pferden drin. Hier haben wir das, die Tankstelle verbaut, den Schweinestall haben wir hier, den Hühnerstall, den Schafstall. Hier haben wir dann noch ein Heulager verbaut. Hier ist das Farmhaus verbaut. Und ja, hier haben wir noch zwei Verkaufsstellen hier. Hier nochmal eine. Hier ist der Shop verbaut. Auch ein anderes Gebäude wie sonst. Hier ist der Tierhändler und nochmal eine Verkaufsstelle, nämlich die Spinnerei. Hier unten haben wir nochmal zwei Verkaufsstellen. Und ja, was soll ich sagen? Das war's auch schon wieder mit Verkaufsstellen. Hier sind dann nochmal alle aufgelistet. Da seht ihr auch, was ihr für die Sachen so hier auf dieser Karte bekommt. Das ist einfach eine Karte, da kann man gleich einsteigen und gleich loslegen, wenn man die Zeit dazu hat. Genau. So sieht es momentan aus hier. Ihr seht, was ihr dafür bekommt. Ich denke, es ist alles im grünen Bereich. Fahrzeuge kommen wir gleich dazu. Ja, die Tiere, ihr seht hier ganz normale Sachen hier. Es sind auch schon vom Start, ich bin ja einfacher Farmer, sind auch schon ein paar Tiere verbaut. Ihr seht es hier selber. Alles normal, hier ändert sich nichts. Also, das passt soweit alles. Die Kühe und so weiter, das passt auch. Und genau, jo. Gut, Aufträge hat auf der Karte auch ein paar. Zwar nicht so viel. Und die werden wahrscheinlich auch nicht so viel bringen, aufgrund dessen, dass die Felder halt doch relativ klein sind. Ja. Was kosten hier die Felder? Ihr seht es hier unten, ich hoffe, ihr seht 153.000 zum Beispiel, 43 und ich glaube, das mit 103, das wird mein teuerste gewesen sein. Hier unten gibt es schon nichts mehr, das weniger kostet. Genau, mach's mal so, dann sieht man es vielleicht noch ein bisschen besser. So. Wie gesagt, hier ist alles auf einfach momentan, einfacher Farmer und ja, ihr braucht keine anderen Mods, die sind alle hier praktisch schon implantiert. Alle schon drin, ihr braucht nichts anderes runterladen. Genau, okay. Was haben wir noch zum Sagen hier? Fehlerfrei kann ich euch jetzt schon mal sagen. Zumindest war es bei mir fehlerfrei. Und ja, was haben wir hier noch? Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal kurz in den Fuhrpark. Was kriegen wir zum Start dazu? Hier ist die Garage, hier sind die Traktoren. Ihr bekommt einiges dazu, müsst ihr aber nicht verwenden. Das könnt ihr euch auch verkaufen wieder und euch was anderes holen. Das bleibt euch komplett selber überlassen. Genau. Also ihr habt hier schon einiges, ne? Es geht noch hier. Hier habt ihr zum Beispiel auch die ganzen Ställe noch. Ja. Paar Sachen kommen einem ja auch bekannt vor. Genau, so. Also würde ich sagen, wir gehen jetzt mal runter. Wir stehen hier neben dem Kuhstall. Ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal hier rein. Und ja, machen wir mal unseren kleinen Begehungsspaziergang hier. Hier ist der Hof. Hier habt ihr eure Geräte. Stehen hier. Ihr seht auch, hier laufen überall auf dem ganzen Hofgelände laufen Hühner rum.
Auch das ist schön gemacht. Wir gucken auch gleich rein, was das so mengemäßig geht. Hier haben wir noch ein bisschen Stroh, ein bisschen Heu stehen. Und genau. Die Unterstellmöglichkeiten. Hier haben wir dann noch ein Silo verbaut. Ne? Hier haben wir auch noch Unterstellmöglichkeiten. Sehr, sehr viele sogar. Und ja. Da drüben haben wir dann den Kuhstall. Wir gehen mal kurz rein. Riesenhallen hier. Für so eine kleine Karte doch schon echt ungewöhnlich eigentlich, würde ich schon sagen. Die Kühe laufen hier drin auch rum. Genauso kann man auch drüben. Anlieferungen für die Kühe kommen relativ so hier. Milch. Hier kann man auch reinlaufen. Hoppla. Wenn man groß genug ist. Ne? Hier könnt ihr dann eure Milch dann holen. Hier nochmal Unterstellmöglichkeiten. Auch hier. Hier noch Stellmöglichkeiten, eventuell dann für uns Fahrsilo oder so, wenn ihr das haben möchtet. Und hier kommen wir jetzt zum Kuhkaufstelle. Drückt er, passen 500 Kühe rein. Hier könnt ihr euch dann auch austoben. Ein paar habt ihr, wie gesagt, schon Start hier. Die laufen hier rum. So sieht es außen aus. Ich denke, da gibt es nichts zu meckern hier. Gehen wir mal weiter. Hier dürfte das eigene Güllebecken sein, wenn ich das richtig verstanden habe. Genau. Hier haben wir auch schon den Anschluss. Gut. Wie gesagt, hier ist noch ein bisschen Platz, wo wir was hinstellen. Wir haben auch drüben noch ein bisschen Platz, was hinzustellen. So, weiter geht's. Hier haben wir dann auch den Schweinestall. So. Halt hier ohne Gatter. Naja, die Schweine werden schon nicht abhauen. Hier zum Gülle rausziehen. Hier haben wir dann den Schweinestall. Ich denke auch vollkommen ausreichend. Auch nicht Standard, würde ich sagen. Die Schweine könnt ihr, wenn ihr wollt. Muss ich gerade mal schon schauen. Wo war hier? Ne, hier war er nicht. Dann war er da drüben irgendwo. Okay, jetzt ist tatsächlich so. Ach, hier. Genau. Hier könnt ihr aufmachen. Und hier könnt ihr dann die Schweine kaufen. Da passen auch 500 Schweine rein in den Stall. Also auch hier genügend Material sozusagen. Hier hinten noch einen schönen Schafstall inklusive Unterstellmöglichkeit. Auch ihr hört's. Andere Töne. Hier habt ihr den Schafstall hier verbaut. Der ist dann auch nicht gerade so klein. Grenzt auch gleich direkt am Feld hier. Und auch hier gibt es nochmal andere Töne. Na? Auch viel Dekoration, wo hier rumsteht. Und ja. Gut. Schafe. Kaufmöglichkeit von den Schafen. War, jetzt muss ich gerade noch mal kurz schauen. Ich hatte das vorhin mir schon auf dem Schirm. Hier war es nicht. Hier passen aber auch 500 Schafe in den Stall. Ne? Auch hier genügend Volumen. Hier habt ihr dann ein bisschen Wasser. Steht auch hier dran. Schön gemacht. Hier steht auch der Hochdruckreiniger rum. Auch hier habt ihr noch einen Stall. Ein Stall. Ein Unterstellmöglichkeiten. Ne? Das Gebäude, glaube ich, kennt man auch. Und ja. Hühnerstall. Nächstes Ding. Hühnerstall ist hier verbaut. Der hat auch 500 Hühnervolumen. Und wie gesagt, ist die komplette Hoffläche. Laufen hier überall Hühner rum. Hier, da drüben, überall laufen sie rum. Da hat man einfach mal den ganzen Hof voller Hühner gemacht. So. Auf der anderen Straßenseite gegenüber haben wir dann auch noch Räumlichkeiten hier. Ja, auch ein Häuschen hier, wo man reingehen kann, auch wieder rausgehen kann. Es gibt auch irgendwo noch eine Bank zum Schlafen angeblich. Die habe ich noch nicht gefunden. Ich habe übrigens auch noch eine Abstellmöglichkeit hier. Hier drüben haben wir dann noch den Pferdestall. Hier habt ihr dann noch eine Möglichkeit, was hinzustellen, wenn ihr das möchtet. Auch hier kann man auch hin und her fahren. Da drüben, wie gesagt, auch der Kuhstall. So, Pferdestall. Habe ich auch mal gesucht, wo hier der Eingang ist zum Kaufen. Das ist hier.
Hier können wir die Pferde also kaufen bzw. hinbringen. Haben wir auch 16 Pferde zum Einstellen hier. Gut. Überall schöne Feldwege. Hier auf der Hofmittelseite habt ihr dann noch hier ein paar Unterstellmöglichkeiten. Da steht auch noch Sachen rum hier. Hier, da steht noch genug Saatgut rum und Flüssigdünger und so weiter. Hier auch nochmal Saatgut und Kalk. Ob der Wasserhahn hier funktioniert, weiß ich nicht. Hier stehen noch Geräte drin, inklusive ein Regal da hinten. Hier nochmal ein Regal plus Geräte, hier nochmal ein Anhänger drin. Also Platz habt ihr auf jeden Fall hier für sehr viele Gerätschaften. Auch hier, na, überall Hühner. Hier dürfte die Hoftankstelle sein. Und ja, gut. Hier die Werkstatt noch. Hier unten. Ja. So, gehen wir mal hier weiter. Wir können jetzt hier noch weiterlaufen. Gehen wir ein bisschen hoch, dann sehen wir auch ein bisschen was. Hier sind noch große Felder hier. Und überall so schöne Feldwege hier. Was mir sehr, sehr gut gefällt auf dieser Karte hier. Hinten habt ihr dann noch zwei Verkaufspunkte verbaut. Gehen wir einfach auch mal hin. Das sieht jetzt hier eher nach, naja, Kartoffeln oder so aus. Beziehungsweise Zuckerrüben. Hier habt ihr dann der nächste Abladepunkt. Hier hinten auch nochmal. Das müsst ihr dann halt noch probieren. Das habe ich natürlich jetzt nicht probiert. Ja. Halt so eine Verkaufsstation. Hier kann man wieder rausfahren. Also nichts mehr mit geteerten Straßen oder so. Das haben wir hier hinten nicht. Da hinten hört übrigens die Karte auch schon wieder auf. Da ist bloß noch ein Feld. Hier kann man dann auch nochmal zum Feld rüber. Hier ist auch schon die Map-Grenze hier drüben. Hier die nächsten Felder. Also nicht wirklich groß, ne? Also ich denke, das ist mit kleinen oder mittleren Maschinen echt gut handelbar hier. Auf dieser Karte. Auch verkehrsverbaut. Hier kommen wir in die nächste Stadt. Auch hier nochmal ein kleines Feld. Hier drüben habt ihr dann auch noch eine Wiese. Ob die funktioniert, ist die andere Frage, weil es keine Bezeichnung hat. Aber das könnt ihr ja probieren. Hier ist wie gesagt die Stadt. Da hinten ist auch der Viehhändler. Hier hinten. Und hier noch eine Verkaufsstelle, das sind die Weberei hier. Hier kann man dann aber auch wohl Milch verkaufen, wie es aussieht. Und ihr habt immer noch die Möglichkeit, ja immer noch selber was hinzustellen auf der Karte. Ne? Also ihr seid ja jetzt nicht ganz drauf angewiesen, das alles zu nehmen, was hier so steht. Könnt ihr auch noch selber was hinpflanzen. Hier ist übrigens der Händler. Ne? Überall Zufahrten zu den Feldern hier. Hier auch nochmal die nächste Verkaufsstelle hier. Oder wahrscheinlich auch Kaufstelle, je nachdem. Das dürft ihr dann selber rausfinden. Hier geht's weiter. Ich finde es halt einfach schön hier, schön landschaftlich. Da drüben nochmal die Hauptstraße. Hier sind jetzt, ja, die Felder sind nicht wirklich groß, ne? Also hier auch noch so ein Ausweichweg hier. Da könnt ihr dann schon auch noch was anderes hinstellen, wenn ihr das unbedingt wollt hier. Hier hinten nochmal Felder. Und überall auch hier solche Feldwege. Zu den Feldern. Hier auch noch ein bisschen Steigung drin, die ganze Sache hier auch so leichte, ja, Vertiefung hier im Boden. Hier haben wir dann noch zwei Verkaufsstellen.
hier hinten, da innen drin hier. Können dann auch noch Sachen verkaufen. Stellen sind ja hier markiert. Genau. Ja. Gut. Wie gesagt, die Karte ist fehlerfrei. Wenn ihr sie runterladen wollt, wie immer, der Link ist unten in der Beschreibung. Hier ist der Hof dann auch schon wieder. Zum Start gehören uns hier die Felder 1, 2 und 6. Die gehören uns zum Startlevel, wenn ihr auf einfach anfängt. Und hier habt ihr ja auch noch eine Stellfläche, wenn ihr das braucht. Da könnt ihr euch dann auch noch austoben. Da hat man auch mitgedacht. Trotz dem großen Hof und den vielen Unterstellmöglichkeiten. Ja. Gut. Okay. Dann soll es das mal gewesen sein hier. Ach ja, hier haben wir übrigens die Bank zum Schlafen hier. Und ja. Gut. Aber das soll es gewesen sein. Hund haben wir übrigens auch noch. Der steckt hier in der Wand fest. Soll es gewesen sein. Bis zum nächsten Mal. Und wünsche euch noch was. Und wie gesagt, Link ohne Beschreibung. Karte ist fehlerfrei bei mir. Und ciao.